Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr schmutzige Kopien ganz einfach sauber bekommen könnt. Ja, dafür braucht ihr eine Firmengarage. Die Firmengarage, die muss auf jeden Fall voll sein. Welche Autos da drin stehen, das ist völlig egal. Ebenso braucht ihr noch eine Basis. Auch die Basis muss voll sein. Ja, in der Basis muss ich dann die schmutzige Kopie befinden, die ihr dann sauber machen wollt. Und ja, ebenso müsst ihr dann auch einen kostenlosen Allergy mindestens dort in der Garage stehen haben. Und ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns auch schon direkt losstarten. Begibt euch zunächst zu dem Allergy, wo ihr das Kennzeichen gleich auf die schmutzige Kopie übertragen wollt. Wir steigen einmal ein, drücken Steuerkreuz nach links. Dort dann jetzt in der Avenger angekommen, irgendwas im Fahrzeug ändern. Ihr braucht auf jeden Fall auch noch eine Avenger, sonst könnt ihr leider nichts hier am Fahrzeug modifizieren, das ist ganz wichtig. So, seid ihr jetzt draußen wieder in der Basis angekommen, steigen wir wieder ins Auto ein und fahren einmal aus der Basis raus. Draußen angekommen, lagern wir einmal das Fahrzeug ein und fordern uns jetzt einfach irgendein Auto aus irgendeiner Garage. Ja, ich tausche jetzt einfach den Allergy gegen den anderen Allergy aus. So wurde das Fahrzeug dann geliefert, einfach einsteigen, in die Basis wieder reinfahren, die Basislagervollmeldung einfach annehmen. So, hier tausche ich jetzt einfach den Allergy gegen den anderen Allergy aus. Auf jeden Fall nicht mit diesem Allergy austauschen, wo ihr jetzt das Kennzeichen übertragen wollt. Wir begeben uns dann jetzt wieder zu diesem Allergy, wo wir das Kennzeichen übertragen wollen, drücken nochmal Steuerkreuz nach links. Jetzt werdet ihr ohne Allergy in der Avenger Spawn, ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns einmal vorne zum Cockpit. Wenn wir die Meldung bekommen, warten wir so 3-4 Sekunden. Drücken dann einmal auf X, gehen dann von dem Cockpit weg und warten, bis wir aus der Avenger rausgeworfen werden. So, wurden wir jetzt aus der Avenger rausgekickt, begeben wir uns einmal zum Ausgang. Draußen angekommen. Fordern wir uns jetzt einmal das Auto an, was wir sauber machen wollen. Also wir fordern uns jetzt einmal die schmutzige Kopie an. Die steht ja hier in der Basis. So, wurde dann die schmutzige Kopie geliefert auf der Map. Macht ihr einmal den Job-Teleport oder ja einfach irgendeinen CEO-Buzzard benutzen. Begibt euch dann einmal zu eurer Firmengarage. Wie gesagt, einmal den CEO-Buzzard oder einen Job-Teleport machen, aber nur wichtig ist, kein persönliches Fahrzeug benutzen. Seid ihr bei der Firmengarage angekommen, einmal das persönliche Fahrzeug wieder einlagern, das heißt den Easy einmal wieder einlagern. Wir gehen einmal ins Büro rein. Büro betreten. Sind wir dort jetzt angekommen, gehen wir von dort aus einmal in die Garage, die voll ist. Wie gesagt, die Garage, die muss wirklich voll stehen. So, dann werden wir jetzt in der Garage landen. Nach einem kurzen Augenblick werden wir dann in die Basis wieder geportet. Ist auf jeden Fall perfekt. So, wir steigen jetzt wieder in den Allergy ein, wo wir das Kennzeichen von übertragen wollen. Drücken diesmal Steuerkreuz nach rechts. Ändern wieder kurz irgendwas an dem Auto. Dann das Fahrzeug wieder verlassen. Ihr seht, hinten auf dem Kennzeichen steht 392 drauf. Merkt euch das, 392. Fahrzeug verlassen. Ich jetzt rüber gehe zu meinem Easy. Beim Easy steht hinten auf dem Kennzeichen 832 drauf. Wenn wir jetzt aus der Basis rausfahren, werdet ihr sehen, dass jetzt der Easy das Kennzeichen von dem Allergy übernommen hat. Ja, um das Fahrzeug jetzt abzuspeichern, fordern wir uns einmal unsere MOC an. Wir fahren einfach hinten in die MOC rein. Und schon habt ihr das Auto abgespeichert. Ja, wir begeben uns jetzt noch einmal zurück zur Basis. Ich habe mein Auto jetzt wieder dahingestellt und ihr seht, der Allergy hat 392 und der Easy hat jetzt das Kennzeichen von dem Allergy übernommen, auch die 392. Und ja, um den Allergy jetzt loszuwerden, öffnet ihr einfach das Handy, dann geht ihr auf Benny's und kauft euch einfach nochmal einen neuen Allergy. Das heißt, ihr tauscht jetzt den alten Allergy mit dem neuen Allergy aus. Ja, und schon habt ihr die schmutzige Kopie jetzt sauber. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.